Leute, so steht sich's am Freitag richtig, richtig gut auf. Die BaFin, der deutsche Regulator, hat gestern Abend, Donnerstagabend, unserer Anwaltskanzlei in Deutschland mitgeteilt, dass sie die Warnung gegen unsere Firma runternimmt, da es keine Rechtfertigung mehr gibt, diese Warnung umzulassen. Das ist natürlich fantastisch. Für uns war das eigentlich schon länger klar, aber ich bin wirklich froh, dass das nun auch von der BaFin-Seite so gemacht wurde. Vielleicht ganz kurz Hintergründe dazu. Die Benachrichtigung kam an der Anfang 2022 raus, weil die BaFin gesagt hat, eine Warnung, dass sie sich nicht sicher ist, ob wir nicht unerlaubte Bankgeschäfte in Deutschland anbieten. Wir waren damals der Meinung und sind auch heute der Meinung, dass wir das nicht getan haben. Wir sind dann in einen, und das muss man dazu sagen, sehr konstruktiven Austausch mit der BaFin gegangen. Ich weiß, dass manchmal, glaube ich, generell von außen her, und da muss ich mich natürlich auch immer ein bisschen mit einziehen, dass ich natürlich manchmal sehr scherzhaft über gewisse Institutionen rede. Aber sicher, zu einem Teil gerechtfertigt, aber zu einem anderen großen Teil, und gerade in diesem Fall, muss man sagen, war der Austausch relativ konstruktiv. Auch, ich meine, ich finde, unsere Anwaltskanzlei ist hier, ich meine, ist eine der besten Kanzleien in Deutschland, ist auch nichts, also muss man auch dazu sagen. Und der Austausch hier war aber sehr konstruktiv. Es waren ganz klar dann die Kommunikation, was hat die BaFin gestört. Es waren vor allem zwei Dinge. Erstens, dass wir die Webseite auf Deutsch gehabt haben, dass wir die App auf Deutsch gehabt haben und wie das Referral-Programm strukturiert war für deutsche Kunden. Das haben wir geändert, das haben wir angepasst. Das wurde dann alles nochmal rückbestätigt, auch nochmal angeschaut. Und es besteht von dem her jetzt nicht mehr der Verdacht, dass wir hier irgendwie unerlaubte Bankgeschäfte machen. Einen wichtigen Punkt, den ich auch nochmal einfach betonen möchte, es gab natürlich dann ja immer viele Leute oder einige Leute, die das sofort so versucht haben zu verdrehen, dass wir hier irgendwie illegale Sachen machen oder dass hier irgendwie die Kunden, keine Ahnung, Geld verlieren oder sonst was. Das stand hier nie im Raum, sondern es ging hier wirklich nur darum, ob wir eine Lizenz brauchen oder nicht. Und wir waren halt immer der Meinung, dass wir das nicht brauchen. Und jetzt sind wir natürlich froh, dass das die BaFin auch so in diesem Fall sieht. Für uns, wir wollen nicht nur mit der BaFin, sondern wir wollen wirklich mit allen Regulatoren weltweit kooperativ zusammenarbeiten, dort eine Lizenz beantragen oder haben, wo wir das brauchen. Dort, wo wir es nicht brauchen, brauchen wir es nicht. Wir sind ready für MiCA. Das sollte hoffentlich 2024 kommen. Und wenn dann MiCA aktiv ist, dann werden wir natürlich auch weltweit, beziehungsweise in Europa, muss man dazu sagen, in den unterschiedlichen Sprachen das anbieten. Also weltweit, MiCA trifft ja vor allem Europa und werden das natürlich dann in Deutsch und so weiter anbieten. Bis dorthin werden wir das genauso machen, wie wir das zurzeit machen. Das heißt, Fokus auf den internationalen Markt, englischen Markt, das ist natürlich hier ganz klar. Aber ich glaube auch, dass das international immer gut ist, wenn man einen so starken Regulator wie die BaFin, die doch kryptofreundlicher ist, als sich das vielleicht viele vorstellen, dass man hier dann hergeht und sagt, hey, wir ändern hier unsere Meinung und entfernen das. Also wenn du auf die BaFin-Seite gehst oder wenn du das suchst, ich glaube auf Google findest du noch die Benachrichtigung, aber wenn du auf den Link klickst, ist der weg. Also gibt es auf der BaFin-Seite nicht mehr. Ich bin gespannt, wie viele der Influencer, die sich natürlich sofort das Maul zerrissen haben damals oder auch Medien-Outlets, die sich generell über Krypto das Maul zerreißen, wie viel hier jetzt korrekterweise ihre Redaction machen. Also genauso hergehen und sagen, okay, wir haben das damals erwähnt, wir müssen das jetzt auch erwähnen, dass sich das geändert hat. Also das wird sehr interessant sein. Wir werden uns das auch genau mit der Anwaltskanzlei anschauen, wer von wem wir das auch verlangen oder machen werden, je nachdem, wie das aussieht. Das gehört auch korrekterweise dazu, zu Journalismus, muss man ganz klar sagen. Ja, also super, freue mich auf jeden Fall. Ich will mich aber auch weltweit wirklich bei allen Leuten bedanken, die einfach diesen Zweifel nie verloren haben, die das Vertrauen nie verloren haben, die gewusst haben, okay, passt, das ist, gehört ganz normal irgendwie so ein bisschen dazu. Also, es geht ja alles wirklich in die richtige Richtung. Für mich heißt es heute Abend, vielleicht jetzt darf ich ein bisschen scherzen. Ich darf zum ersten Mal wieder mit meinem richtigen Pass nach Deutschland einreisen. Ich brauche mir keine Sorgen machen, dass ich bei der Einreise nicht in Handschellen abgeführt werde. Ich brauche jetzt nicht unter Julian einreisen. Ich darf unter meinem richtigen Namen nach Deutschland einreisen. Also nur Scherz natürlich, aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele dumme Nachrichten ich da immer bekommen habe von Leuten,
so viel Falschmeinung zu diesem ganzen Thema verbreiten. Es gab natürlich nie irgendwie sowas, ich weiß nicht genau, wer mit diesem Märchen immer daherkommt, dass es irgendwie einen Haftbefehl gegeben hätte oder so. Also wirklich nicht mal im Ansatz. Ich fliege heute Freitagabend zum Greater Festival nach Köln. Ich weiß, da sind einige von euch dort. Oh, verdammt. Nichts hasse ich mehr, als wenn ich die Ampel hier verpasse. Die sind mich echt nervtötend, diese Ampel, eine Rechtsampel. In Singapur ist natürlich das Rechtsabbiegen das Schwierige. Das ist so wie in Europa, das Linksabbiegen. Ich bin am Greater Festival in Köln, freue mich, wenn ich viele von euch da treffe. Und bin aber nur einen einzigen Tag dort, komme morgen Samstag rein und fliege dann am Abend danach schon wieder zurück. Es ist zurzeit echt super, super busy. Also von dem her, es geht einfach sehr produktiv voran. Ich sage ganz liebe Grüße, ich wünsche euch einen schönen restlichen Freitag, schönes Wochenende und wir sehen uns mit Krypto-News und Krypto-Updates in den nächsten Videos. Cool bleiben, Dollar-Cost-Averagen, lange Zeithorizont bei den ganzen Kryptos. Ich weiß, dass es sehr volatil teilweise ist, aber das ist okay und wir sehen uns. Leute, stoßt an, macht es gut. Euer Julian, tschüss.